und herzlich willkommen zu unserem heutigen Facebook und gleich auch Instagram Live. Wie das dann so ist, wenn man es probiert, dann hat man leichte technische Schwierigkeiten. Ich freue mich auf jeden Fall heute, dass Beate Meißner bei mir ist zum Girls and Boys Day. Und erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Hallo Lidi. Erstmal kurz ein paar Worte zu dir. Du bist jetzt seit 2006 hier Landtagsabgeordnete. Du bist bei uns Sprecherin für Gleichstellungspolitik, was natürlich zum Girls and Boys Day ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und du bist du anders. Was war für dich überhaupt das Ausschlaggebende, dass du dich angefangen hast, in der Sozialpolitik zu engagieren und dann am Ende auch die Gleichstellungspolitik mit dazu zu machen? Ja, also als ich 2006 in den Landtag kam, mit jungen 24 Jahren, war ich die Jüngste im Thüringer Landtag, aber auch das jüngste Mitglied der CDU-Fraktion. Und da ist es immer so, dass man dann die Funktion der jugendpolitischen Sprecherin bekommt. Und die Jugendpolitik war damals angesiedelt im Sozialministerium und deswegen bin ich auch gleich in den Sozialausschuss gekommen und bin da auch nie wieder rausgekommen. Und über die Jahre kamen verschiedene Themen hinzu. Und mittlerweile, beziehungsweise ist das neueste Themenfeld, was dazugekommen ist, ist die Gleichstellungspolitik. Und deswegen fällt der Girls and Boys Day dieses Jahr auch das erste Mal in meine Zuständigkeit hier in der Fraktion. Und wir hatten heute da schon eine ganz tolle Veranstaltung. Und da merkt man auch immer wieder, für was man Politik macht und wie Politik auch Spaß machen kann. Und ich fühle mich ganz wohl in der Sozialpolitik. Das sind die Themen, die ans Herz gehen. Und ja, vielleicht ist das auch so eine Frauensache, keine Ahnung. Aber das mache ich sehr gern. Jetzt ist das schon mal ein guter Einstieg gewesen. Wir hatten heute den Girls and Boys Day. Vielleicht kannst du denen, die jetzt live zuschauen, einen kleinen Einblick geben, was denn bei uns heute passiert ist. Ja, vielleicht sind ja auch ein paar dabei, die heute hier im Thüringer Landtag waren. Denn wir hatten insgesamt hier 61 Schülerinnen und Schüler, die im Thüringer Landtag den Girls and Boys Day erleben durften. Und davon waren 33, die auf Einladung der CDU-Landtagsfraktion hier waren und hier in der Landtagsfraktion ein besonderes Programm hatten. Und im Rahmen dieses Programms gab es nicht nur ein Gespräch mit unserem Fraktionsvorsitzenden, dem Mario Vogt, sondern auch in lockerer Atmosphäre mit meinen Kollegen und mir. Da konnte man also auch mal so die Fragen einem Abgeordneten stellen, die man schon immer mal fragen wollte. Aber es gab auch einen Einblick in die verschiedenen Arbeitsfelder, die es hier in der Landtagsfraktion gibt. Also beim wissenschaftlichen Dienst, in der Social-Media-Abteilung, beim inneren Dienst und so weiter. Alles das, was man quasi hier auch beruflich machen kann. Und wir hatten eine bunte Truppe von Mädels und Jungs. Die sehr bunt gemischt auch, also 16 zu 17, da waren wir wirklich gut aufgestellt. Genau. Und auch aus allen Regionen Thürings. Und am Ende haben die auch für sich wahrscheinlich nicht nur Erfahrung mitgenommen, sondern auch einen Stick, wo unsere Social-Media-Abteilung, die jetzt gerade hier um uns noch wuselt und versucht, alles möglich zu machen, wo auch Dinge drauf waren, Fotos, Claims und so weiter, was die Jugendlichen für sich dann auch zu Hause nutzen können. Genau, das ist heute tagsüber passiert, damit ihr auch einen kleinen Einblick bekommt, was heute hier passieren wird. Beate und ich haben uns vergangene Woche einmal auf den Weg durch den Landtag gemacht und wollen euch ein paar Einblicke geben, wie der denn überhaupt aufgebaut ist und wie der aussieht. Und damit wollen wir euch auch schon die erste Sequenz zeigen. Viel Spaß! Dann gehen wir mal in den Fraktionssaal, der Bernhard-Vogel-Saal bei uns heißt. So, und jetzt sind wir hier im Bernhard-Vogel-Saal. Genau. Bernhard Vogel ist hier Programm. Ja, Bernhard Vogel ist hier Programm. Der ist dort mit einem großen Bild an der Wand. Aber er war ja tatsächlich auch eine sehr wichtige Person, nicht nur für Thüringen, sondern auch für die CDU-Fraktion. Er ist aus meiner Sicht der einzige Landesvater, den dieser Freistaat hatte. Jetzt finden hier die Fraktionssitzungen statt. Genau, soll ich mal aus dem Nähkästchen plaudern? Unbedingt. Also wir hatten hier an der Wand eine Schafherde mit einem schwarzen Schaf und es war immer sehr spannend, wer dann da drunter saß. Ich verrate nicht, wer es war, aber jede Fraktion hat ein schwarzes Schaf und das ist vielleicht auch manchmal immer ein anderes. Ja, und ansonsten, das Kreuz ist natürlich bei uns ganz wichtig. Das war damals vom Papstbesuch hier in Thüringen. Das war ja ein ganz bedeutender Moment, als der 2011 hier war und in diesem Zusammenhang ist das gefertigt worden und soll uns daran erinnern. Ja, ganz wichtig ist natürlich auch unsere Ahnengalerie. Konrad Adenauer, Helmut Kohl, bekannt, darf nirgendwo fehlen. Und natürlich unsere Fraktionsvorsitzenden. Das ist Jörg Schweblein, Christian Köckert,
Dieter Althaus, Dr. Frank-Michael Pietsch, Christine Lieberknecht von 2004 bis 2008. Das war also genau die Phase, wo ich in den Landtag kam. Und danach ab 2008 bis 2020 Mike Moring. Und unser jetziger Fraktionsvorsitzender, der ist nicht da, sondern der sitzt immer. Ich habe so die Hand drauf, ja. Denn das ist Professor Dr. Mario Vogt, der dieser Fraktion, diesen 21 Abgeordneten sozusagen vorsteht. Und da sind wir schon wieder zurück im Studio. Wir haben uns gerade im Bernhard-Vogel-Saal befunden. Hm. Wann hast du denn eigentlich Bernhard Vogel kennengelernt und wie? Ja, also ich bin ja 1998 in die Junge Union eingetreten und da war er ja Ministerpräsident und bei einem Parteitag habe ich am Stand der Jungen Union gestanden und er kam vorbei. Und das war schon sehr besonders, weil er ist ja an sich eine Erscheinung, groß, kräftig und vor allen Dingen Riesenausstrahlung. Und da habe ich ihn kennengelernt. Also ich habe mit ihm ein Foto gemacht. Heutzutage würde man wahrscheinlich ein Selfie machen, aber wir haben damals ein richtiges altmodisches Foto gemacht. Und das war so die erste Begegnung, die war schon sehr beeindruckend. Und über die Jahre habe ich ihn öfters mal gesehen, wobei ich sagen muss, er ist immer noch ein toller Mensch und ich höre ihm gern zu und ich glaube, sein Lebenslauf und das, was er so geleistet hat, das sucht seinesgleichen. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, wenn er irgendwo ist, auch mal hinzugehen und ihn kennenzulernen oder zumindest mal live zu erleben. Muss ich unbedingt unterstützen. Der Mann ist Geschichte und kann tolle Geschichten erzählen. Also es ist wirklich immer wieder. Und er hat vor allen Dingen noch Power für sein hohes Alter. Also total. Wirklich cool. Was war für dich eigentlich ausschlaggebend, in die Politik zu gehen? Also einerseits Politik zu machen, dich politisch zu engagieren, aber auch wirklich Politikerin zu werden. Also als ich mich angefangen habe, für Politik zu interessieren, war auf keinen Fall mein Plan, Berufspolitikerin zu werden. Es war so, dass ich ja zu der Zeit in Artern im Kyffhäuserkreis gewohnt habe und da gab es nicht viel für junge Leute und mich hat einiges gestört und irgendwie habe ich gedacht, Mensch, das muss man doch ändern können. Und dann bin ich auch angesprochen worden und gefragt worden, ob ich nicht in die Junge Union eintrete. Und dann habe ich das getan und Stück für Stück mich da weiter reingearbeitet. Dann wurde ich auch Kreisvorsitzende, dann hat man Veranstaltungen organisiert, war mit der Jungen Union auf Landesebene unterwegs, bei Fahrten, bei Veranstaltungen und vor allen Dingen bei Wahlkämpfen. Ja, und dann kam eins zum anderen und irgendwann habe ich dann ein Praktikum gemacht im Rahmen meines Studiums bei Dieter Althaus und da bin ich angesprochen worden, ob ich denn nicht für die Landesliste kandidiere. Und da habe ich dann das erste Mal gedacht, Moment mal, was passiert denn gerade? Was würde das denn bedeuten oder was kann sich daraus entwickeln? Und dann habe ich ja gesagt und dann gab es ein Votum im CDU-Kreisverband Kyffhäuser und auch von der Jungen Union und dann bin ich auf Listenplatz 48 gekommen. Ein Platz, wo man eigentlich nicht wirklich mit irgendwas rechnet. Aber dann war 2004 die Wahl recht gut und dann hieß es auf einmal, Mensch, wenn in Sonneberg die dortige Landtagsabgeordnete Landrätin wird, dann bist du dran, dann rutschst du in den Landtag nach. Und da musste ich erst mal kurz innehalten und habe gedacht, hä, okay, ich habe mitten im Referendariat gesteckt, das war eigentlich, hatte ich eine andere berufliche Planung. Und dann habe ich das verfolgt und dann kam die Frau Zitzmann in die Stichwahl und dann war ich von einem Moment auf den anderen Landtagsabgeordnete. Und so bin ich hier reingekommen. Unverhofft kommt oft. Hier reingekommen bedeutet auch, dass du das erste Mal im Plenarsaal warst. Und da waren wir auch nochmal zusammen. Da hast du ein paar tolle Einblicke gegeben und das schaut ihr euch jetzt auch nochmal an. Ganz viele Frauen. Da ist eine davon, ist von Thomas Gottweis, Zwillingsbruder, die Frau. Es gab mal auch die Idee, es gibt viele Filme. Genau, aber die werden den Besuchergruppen nicht gezeigt. Und ich halte das aber konzeptionell für sinnvoll. Dass man quasi mit einer Besuchergruppe hier reinkommt. Jetzt gehen wir in die Herzkammer des Thüringer Landtags. So. Jetzt dürfen wir rein. Herzlich willkommen in den Heiligen Hallen. Ist das für dich immer noch was Besonderes, ja, hier reinzugehen? Ja. Das war am Anfang mega besonders und das ist auch jetzt noch besonders. Aber dort sitzt die Landesregierung. Vor Corona saß die Landesregierung auch noch da. Aber während Corona ist das alles ein bisschen entzerrt worden und von daher ist nicht mehr so viel Platz. Deswegen sitzt jetzt die Landesregierung nur noch da. Und die gewählten Abgeordneten sitzen hier im Rund, natürlich alle mit dem Corona-Abstand.
Da hätten wir hier die Fraktion der Linken, die Fraktion der Grünen, der SPD, die Gruppe der FDP, dann hier die CDU, die mittlerweile die größte Oppositionsfraktion im Landtag ist, und hier drüben die AfD. Und wo sitzt du? Ich sitze mittlerweile in der Mitte. Aber wirklich in der goldenen Mitte? Ja, in der goldenen Mitte, das stimmt. Es ist ja so, dass da vorne immer Fraktionsvorsitzender, Fraktionsvorstand sitzt und ja, die Abgeordneten mit weniger Funktionen sitzen dann meistens hinten. Oh Mann, jetzt verrate ich, dass ich hier die Tische kaputt mache. Aber hallo. Also ich bin nicht nervös, aber es liegt einfach daran, im Plenarsaal darf ja nicht geklatscht werden, sondern geklopft werden. Oh, da hast du ordentlich. Und was haben Frauen an den Händen? Längere Finger. Ach, nee, Ringe. Ach du große. Und das kommt daher. Hm. Ja, aber manche Männer haben ja auch Ringe. Und deswegen hat der Fraktionsvorsitzende auch solche Löcher. Ja, aber er hat die ganz klassisch. Warte, er hat sie. Er hat hier. So. Mann, wir können sogar psychosoziale Studien hier machen. Also ihr seht, im Landtag gibt es auch spannende Details. Ja, mich begeistert das jetzt. Ich höre. Ich wollte das irgendwann mal machen. Sonst kommen noch mehr Geheimnisse. Ich glaube auch. Aber dann haben wir das auch einmal. So, und jetzt da oben haben wir die Besucherränge. Ach ja, genau. Da dürfen die Landtagsabgeordneten eine begrenzte Anzahl von Besuchern im Jahr einladen, die dann hier im Rahmen ihres Programms für eine Stunde zuschauen. Und ich glaube, manchmal das Spannendste für die Besucher ist, die Abgeordneten von hinten zu sehen und was sie so auf ihren Laptops machen. So, da sind wir wieder. Willkommen zurück. Jetzt waren wir im Plenarsaal und in der Zeit ist auch eine Frage bei Instagram gekommen und ich hoffe auch, dass man die Antwort hört. Beate, die Frage lautet, welchen Abschluss sollte man anstreben, um in der Politik voll durchzustarten? Jurist? Nein, auf jeden Fall ein Abschluss. Und das muss auch kein Hochschulabschluss sein oder ein Studium. Das muss einfach eine abgeschlossene Berufsausbildung sein. Natürlich möglich ein Studium, aber gern auch ein Beruf, also Handwerk. Wäre doch geil, wenn wir mal ein paar mehr Handwerker im Plenarsaal hätten. Oder eben auch eine Kindergärtnerin oder Lehrer, alles Mögliche. Das Parlament soll ein Abbild der Bevölkerung sein und deswegen ist wichtig, abgeschlossen, aber egal was. Also es gibt da nicht die eine Richtung, die einen da besonders hilft, denn es kommt am Ende darauf an, dass man ja, mit Menschen kann, dass man vielleicht auch einen Satz formulieren kann, sei es schriftlich oder mündlich, und dass man bereit ist, dazu zu lernen, aber auch zuzuhören und ja, Lust hat auf Politik. Was macht denn vor allem besonders Spaß an dem Beruf? Besonders Spaß macht der Kontakt mit den Menschen. Man hat direkte Rückkopplungen, was ist gut, was ist schlecht, beziehungsweise man kriegt Aufgaben, Probleme, für die man sich dann einsetzt. Und wenn man dann es tatsächlich schafft, eine Lösung herbeizuführen, dann kriegt man auch ein Feedback. Und das ist unheimlich motivierend, vor allen Dingen, wenn man natürlich was erreicht. Und ich persönlich finde es auch wirklich immer wieder motivierend, wenn sich Menschen auch an mich wenden, weil das zeigt, nicht nur, dass sie mich akzeptieren, sondern dass meine Aufgabe auch zu was da ist. Und natürlich muss man dann auch schauen, dass man diejenigen nicht im Regen stehen lässt, sondern dass man auch irgendeine Antwort gibt. Das ist zum Beispiel mein Credo. Selbst wenn ich jetzt nicht konkret politisch helfen kann, dass ich auch mal weiter vermitteln kann oder auch alternative Wege finde. Und dieser Kontakt mit den Menschen, der macht den Spaß aus. Aber es kommt natürlich auch hinzu, dass man hier die perfekte Mischung hat zwischen Arbeit im Wahlkreis, ich sage mal Arbeit fürs Herz, und der Arbeit, die man hier im Thüringer Landtag hat, die dann doch eher trocken ist, aber die auch natürlich sehr interessant ist, sich in die Gesetze reinzuarbeiten, zu formulieren, was letztendlich in einem Gesetz steht, zu diskutieren, sich auszutauschen, auch wenn man halt hier im Landtag meist nur sitzt. Das stimmt allerdings. Jetzt, ich weiß, es macht viel Spaß, aber wo ein Licht ist, da ist ja irgendwo auch immer Schatten. Hast du schon mal drüber nachgedacht, aufzuhören? Gibt es solche Momente? Also ich habe noch nie konkret darüber nachgedacht, zu einem bestimmten jetzigen Zeitpunkt oder damaligen Zeitpunkt aufzuhören. Aber ich gebe zu,
Ich habe mir natürlich schon mal darüber Gedanken gemacht, wie lange willst du das eigentlich machen? Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich die Arbeit so lange mache, wie sie mir Spaß macht, wie ich das authentisch rüberbringe, wie ich zu 100% motiviert bin, etwas zu erreichen, etwas zu bewegen, mich für Menschen einzusetzen und natürlich die Leute das auch wollen. Weil beim Abgeordneten ist es ja auch immer so, dass man gewählt werden muss. Und wenn ich irgendwann mal merke, Mensch, du machst das nur noch mit halbem Arsch, dann hoffe ich, dass ich das erkenne und dann will ich auch aufhören. Und da hilft mir dann auch wieder die abgeschlossene Berufsausbildung, die mich da unabhängig und selbstständig macht und auch frei in meiner Entscheidung, dann noch was anderes im Leben anzufangen. Jetzt wollen wir einmal die Vogelperspektive auf den Thüringer Landtag einnehmen und schauen uns mal den Gebäudekomplex an. Und deswegen steigen wir ein in unsere dritte Sequenz. Die Präsidialebene. Wir können uns dann auch noch mal wir können uns dann auch noch mal die alte MP-Büros angucken. Das war Thomas Kemmerich. Ist das offen? Man kommt auf jeden Fall hin. Man sieht ja in den Schildern, dass es die noch gibt. So. Direkt Licht durchflutet. Ist wow. Das nicht die schönste Stadt Thüringens? Meine Güte. Nein. Vielleicht die schönste Landeshauptstadt. Jetzt sehen wir hier auch mal einen Landtag von oben. Und wir sehen, dass der hier aus drei Gebäuden am Ende besteht. Wir haben einmal das Funktionsgebäude. Was findet dort statt? Da ist natürlich ein Teil der Landtagsverwaltung, aber da sind hauptsächlich die Ausschusssitzungen und die Fraktionssitzungen. Und ganz wichtig, wir haben die Kantine. Ja, wichtigste Ort im Landtag. Dann haben wir das älteste, also das ist das neueste Gebäude. Das älteste Gebäude ist das lange Verwaltungsgebäude, Fraktionsgebäude. Genau, da sind die vielen Abgeordnetenbüros. Hinter jedem Fenster verbirgt sich eigentlich fast ein Abgeordneter, noch Mitarbeiter der Fraktion. Und ja, die haben dort ihr Büro. Und aus der nächsten Phase der Geschichte, also der DDR-Zeit, stammt dann dieses Gebäude, in dem wir gerade stehen. Genau, die Eierkiste. Im Volksmund ist dieses Hochhaus die Eierkiste. Das war damals das erste und höchste Hochhaus der DDR. Und, nee, Thürings. Auf jeden Fall auch Thürings. Das erste Hochhaus in Erfurt. Ja, ja, und es sieht halt aus wie eine Eierkiste. Das stimmt. Und hier ist jetzt die Landtagsverwaltung drin, die Präsidentin, die Vizepräsidenten und... der Ministerpräsident hat auch sein Büro hier, wenn er mal nicht in der Staatskanzlei ist. Und willkommen zurück. Jetzt haben wir die Vogelperspektive auf den Komplex eingenommen. Was sagt denn die Vogelperspektive auf Thüringen? Wie geht es unserer Heimat? Naja, angesichts dessen, was in der Welt gerade passiert, der Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie, muss man natürlich sagen, auch Thüringen könnte es besser geben. Aber ich muss natürlich auch sagen, wenn man so seit 2006 im Landtag ist, dann weiß man, dass es unserem Land auch politisch besser ging. Wir haben hier in Thüringen Mehrheitsverhältnisse, die es uns nicht erlauben, mitzuregieren, beziehungsweise überhaupt eine Regierung zu haben, wo man einen Kompass und eine Linie erkennt. Und mit der rot-rot-grünen Minderheitsregierung bleibt Thüringen oftmals unter Wert. Und das, was wir als größte Oppositionsfraktion merken, ist, dass bei Rot-Rot-Grün oftmals die Ideologie im Vordergrund steht und dann auch oftmals gute Vorschläge von uns einfach weggewischt werden. Und wenn ich beispielsweise den Bildungsbereich sehe, der ja seit vielen Jahren in linker Hand beziehungsweise auch in SPD-Hand war, dann muss man schon sagen, viele Probleme sind liegen geblieben. Der Lehrermangel wurde nicht wirksam angegangen. Man muss auch sagen, im Sicherheitsbereich brauchen wir mehr Polizisten, auch das Ansehen von Polizei und Feuerwehr müsste viel, viel besser sein. Und alles das ist auch eine Aufgabe einer Landesregierung und auch einer öffentlichen Diskussion. Auch viele Projekte, die in den letzten Jahren viel Geld gefressen haben, muss man sagen, müsste man eigentlich mal überprüfen, was das vor Ort überhaupt bewirkt, ob das die Themen sind, die die Menschen bewegen. Und all das zusammenfassend sind Punkte, wo ich sage, Thüringen könnte es besser gehen, auch wenn wir natürlich in einer Gemengelage sind, wo wir auf vieles keinen Einfluss haben. Hast du denn schon mal einen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben, um auf Missstände hinzuweisen? Oh ja, und nicht nur einen, weil... und das weiß jeder Abgeordnete, es gibt Themen, die sind so wichtig, da muss man sich an den obersten Chef wenden.
oder im besten Fall sogar nach Erfurt fahren und das Gespräch führen. Das habe ich auch selbst mit Bürgermeistern gemacht. Ich kann mich da erinnern mit der Sibylle Abel, der Bürgermeisterin von Sonneberg damals. Da sind wir mit geballter Frauenpower in die Staatskanzlei marschiert und haben auch das bekommen, was wir wollten. Und so gibt es halt Themen, wo ich und ich glaube auch viele Abgeordnete Briefe schreiben. Und ganz ehrlich, jeder sollte einen Brief an den Ministerpräsidenten schreiben. Ich glaube, nur so kann es gehen und da braucht man auch keine Hemmung haben. Und ja, ich mache das recht gern. Auch wenn ich beim Ministern mal nicht weiterkomme. Das ist aber auch wichtig und ich glaube, so viele Briefe, wie vielleicht auch ein Ministerpräsident bekommt, bekommt ihr als Abgeordnete natürlich auch. Da fällt mir übrigens noch ein Beispiel ein. Als wir im Landkreis Sonneberg um den Erhalt des Landkreises gekämpft haben und den Erhalt des Kreisstadtstatuses, haben wir eine Aktion gemacht, wo wir die Sonneberger aufgefordert haben, ihr letztes Hemd an die Staatskanzlei, an den Ministerpräsidenten zu schicken. Und ich glaube, der Herr Ramelow hat sehr viele letzte Hemden bekommen. Und das ist natürlich eine Aktion gewesen, die nicht ausschlaggebend war, aber wir haben letztendlich die Kreisgebietsreform verhindert. Und ja, wie gesagt, muss es laufen. Briefe bekommen nicht nur der MP, sondern auch ihr Abgeordneten. Und wir haben uns einmal die Poststelle angeguckt. Da hat Beate auch eine schöne Anekdote und die seht ihr jetzt. Das finde ich nämlich im Abgeordnetenhaus von Berlin, das ist echt cool gemacht. Die haben in das Haus quasi ein kleines Kino eingebaut. Okay. Und die Besuchergruppen gehen da immer erst in das Kino rein und gucken sich quasi die Geschichte vom Haus an. Okay. Hallo. Hallo. Und es ist halt super cool gemacht. So Beate, jetzt hast du die ganze Zeit da so ein Transponder-Dings dabei. Wofür brauchst du den denn ja, eigentlich? Richtig, du hast schon gesagt, das ist mein Transponder. Der Transponder ist der Schlüssel, den die Abgeordneten haben, mit dem sie über die Tiefgarage reinkommen, mit dem sie in ihr Büro kommen und mit dem sie an ihr Postfach kommen. Das ist nämlich unsere Poststelle. Da hat jeder Abgeordnete ein Postfach. Und dann drückt man drauf. Und dann ist manchmal was drin. Aber ihr seht, ich bin fleißig. Ich war heute schon am Postfach. Und jetzt sind wir auch schon wieder zurück. Die Poststelle habt ihr einmal kurz gesehen. Und jetzt frage ich mich, okay, wir haben gerade kurz über die Kreisgebietsreform gesprochen, die ja damals erfolgreich verhindert wurde. Dank der CDU. Was würdest du denn aber ganz grundsätzlich als deinen größten politischen Erfolg bezeichnen? Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig, weil zum einen ich schon eine ziemlich lange Zeit aktiv bin und zum anderen es große und kleine Dinge gibt, die man zwar schlecht miteinander vergleichen kann, aber die mich gleichermaßen erfreut haben. Natürlich ist das immer etwas, wo man was erreicht, aber manchmal ist das eben was Kleines für eine Einzelperson oder was Großes für den ganzen Landkreis bzw. für den Wahlkreis. Oder noch größer auf Landesebene. Und da sind es halt Themen, die man politisch mit begleitet. Zum Beispiel das Thema Kinderwunschbehandlung. Das war eins, was mir sehr am Herzen lag. Und da ist ja Thüringen Vorreiter gewesen bei der Unterstützung der Finanzierung dieser teuren Behandlung. Oder eben auch die Kreisgebietsreform. Ich kann kein einzelnes herausheben. Aber ich kann sagen, dass es viele waren. Und ich arbeite daran, dass noch mehr werden. Hier haben wir schon wieder eine Frage im Chat. Was wären die zukünftigen Pläne für Thüringen? Oh, jetzt so viel. Nehmen wir mal zwei raus. Naja, wir könnten jetzt auf das Wahlprogramm der CDU verweisen von der letzten Landtagswahl. Da steht alles drin. Aber ja, um jetzt zwei rauszugreifen, das Thema erneuerbare Energien sollte eins sein, was man mit Herz und Verstand anpackt und nicht mit purer Ideologie. Das heißt, es sollte nicht über die Köpfe der Bürger hinweg geschehen, sondern mit ihnen im Sinne eines Mixes. Und da gibt es Vorgaben im Land, die man nicht einhalten kann. Und das ist ein Thema, wo wir als CDU ganz genau aufpassen werden. Und das ist ein Plan. Darüber hinaus gibt es auch Pläne im innenpolitischen Bereich. Das Thema Videoüberwachung ist immer eins, wo wir sagen, das würde unseren Freistaat sicherer machen. Auch im Sozialbereich, was die Gesundheitsstrukturen betrifft, haben wir unsere konkreten Vorstellungen. Aber dafür ist ehrlich gesagt die Sendung jetzt hier viel zu kurz.
Dann machen wir mal eine andere, sehr niedrigschwellige Frage. Hast du sowas wie Lieblingskollegen? Gibt es sowas? Ja. Gibt es schon. Was ist denn dein schönstes Erlebnis mit der Fraktion gewesen? Puh. Naja, eigentlich immer die Erlebnisse, die weniger mit Politik als mehr mit Mitmenschlichkeit zu tun haben. Also bei Fraktionsfahrten irgendwo gemeinsam zu sein. Zum Beispiel wie neulich, als wir unsere auswärtige Fraktionsklausurtagung in Dresden hatten, wie wir da in der Frauenkirche saßen und ein Orgelkonzert gehört haben. Das war toll. Das war Gänsehaut. Sehr bewegend, ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt eigentlich nichts Politisches. Und am Ende, ja, auch die Zusammentreffen, mal nach einer Plenarsitzung, wo man einfach merkt, man hat die gleichen Ziele, man hat auch die gleichen Probleme und man macht miteinander gern Arbeit. Das Zusammensein in der Fraktion ist schon sehr wichtig und unsere Fraktionsetage, die haben wir uns auch mal angeguckt und haben einen Besuch in einem ganz besonderen Büro auch abgestattet. Fraktionsflur, unser Kicker. Wichtig. Auf Verlangen oder auf besonderen auf Wunsch unseres Fraktionsvorsitzenden angeschafft. Und darüber hinaus sind hier, wie gesagt, die Abgeordnetenbüros, aber ich finde, wir könnten ja mal gucken, ob wir in das Büro unseres Fraktionsvorsitzenden reinkommen. Komm, dann probieren wir mal jetzt aus. Hier sind natürlich auch die ganzen Referenten und unsere Pressestelle. Und jetzt schauen wir mal. Pass auf, aber das könnte abgestorben sein. Ach, es ist gar keiner da. Das sind die heiligen Hallen des Fraktionsvorsitzenden. Das sind die heiligen Hallen des Fraktionsvorsitzenden, genau. Also hier drei Sachen, die nicht fehlen dürfen. Das FC Bayern-Trikot und das Karl-Zeiss-Jena-Trikot. Das Bild haben seine Söhne und seine Frau für ihn gemalt. Und natürlich die Bilder der Familie auf dem Tisch. Gut, die wir jetzt nicht filmen. Die wir nicht filmen. Aber wir waren da. Toll. Toll. Mario, wenn du das siehst. Okay. Okay. Und damit sind wir auch schon wieder zurück im Studio. Nebenbei haben wir noch mal kurz ein bisschen kommentiert für die Instagram-Follower, was wir denn dort eigentlich gesehen haben, als wir im FV-Büro waren. Jetzt wir haben kurz gesehen, wie es denn bei uns in der Fraktion aussieht. Und deswegen dachten wir stellen einmal kurz vor, was wir hier in der Fraktion machen. Unsere Fraktion ist de facto in vier unterschiedliche Teile eingeteilt. Wir haben natürlich die Abgeordneten, die für uns den Hauptteil ausmachen, natürlich das wichtigste Glied der Fraktion sind. Aber dahinter stehen eben noch viele Leute mehr. Wir haben einerseits den inneren Dienst, wozu die Sekretariate gehören, natürlich auch der Personaldienst. Wir haben den wissenschaftlichen Dienst, das sind die Referenten, die dafür zuständig sind, dass das, was unsere Abgeordneten da vertreten, auch wirklich richtig gut fundiert ist. Und die Anträge beispielsweise vorbereiten. Und wir haben natürlich unsere Presse- und Social-Media-Abteilung, zu der ich mich zählen darf. Wir sind Abteilung Fun, sagen einige, weil unsere Arbeit ganz besonders viel Spaß macht, wenn wir Social-Media-Funktionen und Social-Media-Formate machen. Was immer wichtiger wird. Absolut. Und wir haben vorhin die Frage bekommen, und jetzt kommen wir auch wieder darauf zurück, ob man denn bei uns überhaupt ein Praktikum oder ein FSJ machen kann. Also bei jedem Abgeordneten kann man ein Praktikum machen. Und ich glaube, auch hier in der Landtagsfraktion ist das kein Problem. Und ich kann jeden nur motivieren. Ich glaube, das macht letztendlich für den Praktikanten sehr viel Spaß. Aber jedenfalls geht es mir so, auch den Abgeordneten macht das Spaß. Und manchmal kann es auch sehr hilfreich sein, weil es so manche Dinge gibt, die so ein Praktikant auch machen kann. Und das ist nicht Kaffee kochen oder holen. Und ansonsten FSJ. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das als Fraktion Auch das ist, aber die Bewerbungsfrist für das kommende FSJ ist durch. Genau, beim Landtag geht das auch, da ist er auch durch. Genau. Aber für, das geht auch. Für beispielsweise das FSJ, das dann im Spätsommer 2023 beginnt, kann man sich auf jeden Fall dann wieder bewerben bei uns. Ja, auf jeden Fall ist, glaube ich, Politik transparenter, als man denkt. Und
Man sollte einfach mal eine Anfrage an den Abgeordneten stellen. Ja, geht bei mir übrigens. Und von daher, wer zuschaut und nicht so weit weg von Sonneberg wohnt, ist herzlich willkommen. Auf jeden Fall. Alle Bewerbungen an die Abgeordneten direkt oder bei uns einfach an info@cdu-landtag.de. Mindestens da kommt etwas an. Und damit komme ich eigentlich auch schon zur letzten Frage, die ich für dich vorbereitet habe. Girls and Boys Day ist ja eigentlich die große Überschrift der Zukunftstag. Was würdest du denn deinem 20-jährigen Ich raten, was vielleicht auch als Ratschlag für diejenigen gilt, die heute zuschauen? Keine Angst haben, mutig sein und auch mal fragen, wenn man was nicht weiß. Aber das ist einfach gesagt, weil ich glaube, ein 20-Jähriger ist am Ende ein 20-Jähriger. Fakt ist eins, ich glaube, unsere Welt, auch die unterschiedlichen Generationen, sind oftmals von Vorurteilen geprägt. Der Junge denkt, der Alte versteht ihn nicht, der Alte denkt, der Junge, der will nicht. Und deswegen einfach das machen, was vielleicht auch manchmal der Bauch sagt. Dem Bauch folgen, das klingt auf jeden Fall gut. Wir sind jetzt auch an der Zeit angekommen, wo es vielleicht für einige von euch Abendbrot gibt. Da folgen wir auch dem Bauch. Wir sagen auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Das war meine professionelle Abmoderation. Wow! Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Lasst euch das Abendbrot schmecken. Darauf trinke ich. Prost! Vielen Dank, Lilly. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.